Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister, ich habe Ihnen jetzt ganz genau zugehört bei Ihren Ausführungen, weil ich grundsätzlich davon ausgegangen bin und wahrscheinlich auch die Bevölkerung davon ausgegangen ist, dass jetzt der große Befreiungsschlag der österreichischen Volkspartei kommt, wenn Sie schon diese Aktuelle Stunde einbringen gegen Teuerung, gegen Inflation, gegen die Energiekrise und, und. Aber nichts, sehr geehrte Damen und Herren, nichts. Geschätzte Österreicherinnen und Österreicher, die zu Hause unter der Teuerung leiden, haben Sie gehört, es ist alles in Ordnung, sagt Ihnen die österreichische Volkspartei. Es ist alles super und es ist alles gut. Geschätzte Unternehmer, geschätzte Unternehmerinnen, haben Sie gehört, Sie zahlen keine hohen Energiekosten. Es ist alles in Ordnung, sagt Ihnen die österreichische Volkspartei. Und genau das bestätigt, dass man in diesem Sinne auch weitermachen will. Und sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja wirklich schon fast absurd, wenn Sie hier eine Aktuelle Stunde zum Thema Wirtschaft, Standort, Arbeit Österreich 2023 einbringen, während zeitgleich genau Ihr politisches Versagen in einem so hohen Ausmaß negativ die Wirtschaft, den Standort und die Bürger trifft, sehr geehrte Damen und Herren. Fast schon absurd, während Sie zeitgleich morgen hier in diesem Haus den möglichen Standortvorteil einer immerwährenden Neutralität opfern, sehr geehrte Damen und Herren. Und absurd, wenn ausgerechnet diese österreichische Volkspartei von Wirtschaft, Standort und Arbeit spricht, die das Chaos in diesem Land hinterlassen hat, Stichwort Hausdurchsuchungen, Festnahmen, Rücktritte etc. Sehr geehrte Damen und Herren der ÖVP, wenn Sie von Wirtschaft und Standort sprechen, die das Leben unserer Bürger ruinieren, durch ihre Lockdown- und Corona-Politik, aber auch durch einen wirtschafts- und standortfeindlichen Klimakommunismus. Die Wahrheit ist, von Wirtschaft, Standort, Neutralität und Sicherheit haben Sie sich längst verabschiedet. Und bereits morgen drehen Sie wieder auf der Eskalationsschraube, indem Sie hier herinnen die Unabhängigkeit dieses Hauses opfern für Kriegspropaganda und Propaganda einer Kriegspartei. Und wo Sie ausgerechnet hier herinnen die immerwährende Neutralität opfern. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich abenteuerlich, dass Sie sich noch als österreichische Volkspartei von Wirtschaft und Standort sprechen trauen, obwohl Sie ganz genau wissen sollten, dass die Unternehmer hier am Standort Österreich den vielfachen bis zu vierfachen Energiepreis im Vergleich zu den USA bezahlen müssen und zu China. Ich weiß ja nicht, ob, und die ÖVP belächelt das Ihre Unternehmer, ich hoffe, Sie blicken genau hin. Und dann haben Sie als österreichische ehemalige Wirtschaftspartei anscheinend vergessen, was vielfache Energiekosten für Auswirkungen eben genau auf diesen Standort, auf diese Wirtschaft, auf Produktions- und Lieferketten haben. Und da fragt man sich schon, für wen machen Sie eigentlich Politik? Noch für die österreichische Bevölkerung oder machen Sie Politik für diejenigen, von denen Sie jetzt das dreckige, überteuerte LNG-Gas aus Übersee kaufen? Man fragt sich vor allem mit einem Blick auf morgen. Für wen machen Sie Politik, wenn man die morgige Propagandashow beachtet, für eine Kriegspartei am Rücken unseres Standorts und unserer Neutralität? Und es geht nicht mehr um die Frage. Es geht nicht mehr um die Frage, ob Sie Politik im Interesse einer Kriegstreiberei oder im Interesse von Frieden und Neutralität machen. Diese Frage haben Sie im Sinne der Kriegstreiberei längst beantwortet. Es ist vielmehr die Frage, wem Sie dienen. Sehr geehrte Damen und Herren, dem österreichischen Volk dienen Sie nicht mit Ihrer Eskalation und Preistreiberei. Sehr geehrte Damen und Herren, den österreichischen Unternehmen dienen Sie nicht durch Lockdowns und Klimakommunismus die Teuerung und Energiepreise anheizen. Also wem dienen Sie? Pointiert formuliert, wer ist hier von wem der Marionette, Herr Präsident, der morgen dieses Schauspiel verantwortet? Und wie können Sie es wagen, die Interessen der eigenen Bevölkerung zu verraten, die Bevölkerung in die Armut zu schicken und den Standort Österreich gegen die Wand zu fahren? Und genau diese Frage muss sich nicht nur die österreichische Volkspartei stellen, die müssen sich
alle hierherinnen stellen, die immer dann zusammenfinden, wenn es grauslich für die Bevölkerung wird. Die Schwarzen, die Roten, die Grünen und die Rosaroten, denn ich komme zum Schlusssatz. Und wenn Sie noch einen Funken Würde und Mut besitzen, dann lassen Sie die leidgeplagte österreichische Bevölkerung diese Frage beantworten in Form von dringend notwendigen Neuwahlen, sehr geehrte Damen und Herren.